Moin Leute, na wie geht's euch? Schön, dass ihr alle reinschaut. Wir machen weiter mit The Last Guardian. Und ich glaube, wir haben uns das letzte Mal so ein bisschen verhaspelt. Und zwar haben wir ja versucht, da drüben hochzukommen. Aber so wie es aussieht, müssen wir da gar nicht hoch. Sieht nämlich aus, als ob wir... Komm mal mit. Ups. Das war Schlagen, das war Ducken. Ah, hier war Springen. Sieht nämlich aus, als ob wir hier hoch müssten. Ja, da drüben ist nämlich auch schon ein Schalter. Ja, du guckst doch schon. Du willst doch da hoch, hä? Ja, es war mir doch klar. Du hast schon so geschaut. Okay. Hey, lass mal deinen Schweif hier. So. Dann klettern wir einfach mal hier hoch. Ey, ganz ruhig. Brrr, Brauner, brrr. Nicht aufregen. Aber die Hörner scheinen wirklich nachzuwachsen. Da drüben ist noch ein Fass. Und hallo Flocky. Oh, Kalina. Na? Wie geht's euch? Schön, dass ihr vorbeischaut. Oh, guckt euch an. Ja. Rissst du mir auch aus der Hand? Gut, und dir? Ja, mir geht's auch relativ... Ja. Mir geht's auch relativ gut. Ich habe heute auch mal ein bisschen mehr geschlafen, wie 2 Stunden, deswegen... Ist gestern auch der Stream leider ausgefallen. Ja. Schnappst du das einfach so weg, oder? Was holst du dir? Das ist wie meine Katze. Erstmal angucken. Es könnte jetzt zu einem hinkommen. Ja, geh runter. Und Brunelina. Nee, Brunelia. So, jetzt hab ich's. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Wow, wow. Bleib mal hier. Du frisst das Ding da unten. Da oben haben wir auch nochmal ein Fass. Nicht loslassen! Ah, das tut doch wieder weh. Geht, wie es geht. Überfall, Hände hoch. Und Lord Sora ist da. Ja, warte, ich mach die Hände hoch. So kann ich nämlich auch zocken. Jetzt nimm doch mal das Fass. Ja, friss. Na, alles klar. Ach, ist doch, schlechten Menschen geht's immer gut. Huch. Mensch, nimm das Fass. Ja, das stimmt. Was ist denn los? Kein Hunger? Ja. Nimm. Nicht wieder ragen? Nein, heute mal nicht. Du musst schon mit deinem Kopf runter. Jetzt kommst du wieder nicht dran.
stell dir das hier hin. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn er die Dinger frisst, die Fässer, dann wachsen denen seine Hörner. Das kann aber auch nur ein Gefühl sein und das ist einfach nur so Spielweite abhängig. So, hopp. Kommst du wieder hier hoch? Los, hoch mit dir. Nicht, dass es später ein Hirsch ist. Das kann durchaus passieren. Aber ich denke mal, das wird dann auch so sein, dass man dann irgendwie einen Erfolg bekommt, wenn man alle Fässer gefunden hat. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Weil... nee. Okay. Als nächstes müssen wir mal hier rüber. Hier nochmal das Fässchen holen. Wo bleibt die Herausforderung? Hypnotisierst du das gerade an, hm? Mein Kleiner. Was passiert, wenn ich dir das jetzt so direkt entgegenwerf? Er kann das mitten im Flug fangen. Junge. Aber, Kalina, wie geht's denn eigentlich dein Männle? Das ist das Ding, was wir runtergeworfen haben wahrscheinlich. Halt dich doch mal dran fest. Vor dem Ding hier hatte der Kleine hier drüben echt Schiss gehabt, warum auch immer. Das werden wir, denke ich mal, noch rausfinden. Hier hinten noch irgendwo was? Nee. Hier oben sieht es auch nicht so aus. Ihm geht's gut. Ah, sehr schön. Sag mal einen schönen Gruß von mir. Immer schön die Stufen runter, aber wie er nicht runtergelaufen ist. Mache ich. Sehr schön, danke. Okay, hier gehen Rohre lang. Ich hasse es, wenn es solche Abzweigungen... Naja, gut, das geht ja noch. Aber wenn es irgendwo Abzweigungen gibt, ich mag das gar nicht. Okay, da gibt es auch nichts. Huch. Wieso sind hier immer so viele Schmetterlinge? Was ist denn los? Was ist los? Willst du, dass ich auf dir drauf rumkletter, ja? Ist so ein Schalter? Nee. Ja, ich komme ja schon. Lord Sora, was lachst denn du? Wie heißt die Konsole, die Google am 19. November... Findest du das Game witzig? Achso. Am 19. November 2019 auf den Markt brachte.
Was willst du mir zeigen? Stadia ist richtig. Hey, hallo. Oh, wie hast du nicht genießt. Und Flocky, vielen Dank für deine 447 Stunden. Ha-ol. Albino, moin. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Albino will mich mal wieder in Flammen sehen. Guck mal, hier geht's runter. Ja, genau. Ups, jetzt bin ich abgestürzt, aber ich glaube, das war richtig. Etlion oder Etium? Ellen. wie geht's dir? Schön, dass du auch vorbeischaust. Wow. Lasst mein Tierchen in Ruhe. Etlom. Wir klettern einfach mal so ein bisschen auf dem drauf rum. Oh nein, da hat er einen Speer drinne. Naja, du merkst es sowieso gerade nicht, du bist in Adrenalin-Rausch. Tut mir leid, aber das muss sein. Das Ding ärgert schlecht raus. Naja, fliegen konnte er bis jetzt noch nicht. Hast du dich wieder beruhigt, ja? Mein Kleiner. Tja. Na, nimm's dir, los. Hast du dir verdient. So, haben wir jetzt hier irgendwo noch so ein Fässlein? Kann ich die Sperre eigentlich wieder aufnehmen? Anscheinend nicht, okay. Albino möchte gleich mal ein Chef-Battle am Anfang haben. Ja, komm, das können wir mal machen. So, mit Ausrufezeichen Kriegerpriester Magier könnt ihr daran teilnehmen. Um 200 Rubies abzugreifen. Okay, hier hinten ist nichts. Das Einzige, was ist, das ist hier die Tür, aber die kriege ich nicht auf. Wahrscheinlich noch nicht. Ja, da müssen wir wohl oder übel auf dir drauf rumklettern. Komm mal her. Ja, ist doch gut. Wo willst du hin?
Willst du mich da hochbringen? Oh, hüpfe, hüpfe. So. Okay, mal schauen, was hier hinten ist. Das Viech ist süß. Ja, ja. Das ist aber nicht einer von meinen selbstgemachten. Das ist nämlich ein runtergeladener. Oder hast du gerade Sora gemeint? Oder den hier? Aber wenn du Sora gemeint hast, warum nennst du ihn dann Viech? Hm. Den hier. Könnt ihr auch ins tiefe Wasser? Wow, wow, ja, können sie. Lass mich los. Autsch. Lass mich bitte am Leben. Frau Kali, vielen Dank für deinen Follow. Ich finde den auch ziemlich niedlich, den kleinen hier. Leute, die Sora-Community ist hier. Da hat wohl einer Werbung für mich gemacht. Okay. Was machen wir denn hier? Erstmal umgucken, so wie immer. Redest du öfter mal im Stream über mich? Oh oh. Ich hoffe doch nur schlecht, Gutes, meinte ich. Kommst du mit hier hoch, Kleiner? Du wirst doch nicht durchpassen, okay. Hier haben wir auch noch mal ein paar Sperre. Da drüben geht es auch nach oben. Ich glaube, der Kleine, der kommt dann... Oh oh. Oh nein, jetzt ist er gefangen. Ja, warte. Ich versuche dir zu helfen. Ja, da geht es hier drüben hoch. Bleib ganz ruhig. Ja, ich bin gleich wieder da. Wenn ich dir sage, dass ich das nicht über den PC spiele, sondern über PlayStation. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für einen PC erschien. Oh oh. Wir schauen erstmal weiter, bevor wir... Achso, ja, gut. Weiter schauen. Müssen wir den Hebel hier erstmal aktivieren. Lass mich los, lass mich los. Wo auch immer du mich hinbringst, das ist nicht schön. Sowas macht man nicht. Wow, hallo?
Deswegen waren da die Sperre. Es tut mir leid, Kleiner. Oh, Sora möchte dir eine PlayStation 4 schenken. Lass mich runter. Nee, da geht's nicht durch. War auch nicht. Aber hier geht's nach oben. Mein Kleiner, ich befreie dich. Komm. So, ich hoffe mal, die Viecher, die können nicht klettern. Ja, wenn die klettern können, dann wäre ich jetzt tierisch am Arsch. Ich weiß zwar nicht, wo die mich hinbringen. Oder hinbringen wollen. Aber ich will nicht mit denen mit. Ich will lieber bei meinem Kleinen bleiben. Und jetzt schauen wir auch mal nach dem. Ich sehe da schon ein Hörnchen. Ist alle umgebracht. Oh, oh, der sieht immer noch rot. Ist gut. Ist gut. Hallo, ich bin's doch nur. Es wird nur mal ganz kurz zwicken. Aber PS5 kommt ja auch bald. Ja, das ist richtig. Die werde ich mir dann auch gleich holen. Wow, wow, au, au. Wieder auf den Kopf gefallen. Auf die PlayStation 5 warte ich auch schon. Fieberhaft. Da drüben ist wieder so ein komischer Kunde. Lebst du noch? Er lebt noch. Du musst den Kackboss nerven. Wie hieß denn der? Hat da einer drauf geachtet? Der sieht ja immer noch rot. Hallo? Nein, nein, nein! Oh, oh, oh. Oh, passt doch mal bitte ein bisschen auf. Den hat er jetzt einfach mal so ein bisschen weggebolzt. Giver of the Scrolls. Den werde ich dann... Na, Kleiner, hör auf. Den werde ich dann erstmal aus dem Sortiment rausnehmen und werde den dann irgendwann nochmal nerven. Ist gut, mein Kleiner, ist gut. Nicht aufregen. Komm mit. So, dadurch, dass ich morgen zwar frei habe, wird es aber leider keinen Nachtstream geben. Dafür werde ich entweder ein bisschen früher anfangen oder es wird vielleicht auch mal irgendwann die Woche dann einen guten Morgen-Stream geben. Jetzt muss ich da mal gucken, wie ich das schaffe, weil ich muss mich nämlich in den Tagrhythmus rein befinden, weil ich nämlich dann so eine blöde Schicht habe. Okay, wo geht's hier lang? Da komme ich nicht lang. Der Kleine, der wird bestimmt auch noch irgendwelche Fähigkeiten bekommen. Ups.
ja, ich komm doch schon. Ich bin doch schon da. Schnüffelst du schon wieder irgendwas? Na, mein Kleiner. Was will er wissen? Wer der Kleine hier? Oder? Die Frage. Welches Artefakt Lara... Glaubst du, sie ist kaputt? Nee. Lara Croft im Original Tomb Raider, also im ersten Teil von Tomb Raider, sucht. Willst du, dass ich da hochgehe? Dahin, oder was? Nein? Ich glaube, wir müssen hier rüber. Da kommen wir nur mit ihm hier rüber. Ja, ich bin ja schon da. Ja, ja. Also schau mal, Sora. Die Frage scheint wohl doch nicht kaputt zu sein. Da oben ist ein Schalter. Ja. Da oben ist ein Schalter, da möchte ich ganz gerne mal hin. Moment. Alles gut. Bin doch nur ich. So, jetzt machst du dich mal bitte ganz groß, damit ich da oben hinkomme. Nicht jucken. Komm, mach dich mal hoch. Immer nach oben. Wenn du dich mal... Ja. Nee, ich nehme wieder nach unten. Okay, wir müssen uns mal... Hier ist auch wieder so eine komische Tür. Wie kriegt man die auf? Mach die mal auf hier, komm. Dann halt nicht. Gut, dann müssen wir nochmal hier runterschauen. Ob
Ob wir hier irgendwo was übersehen haben. Wie der nicht die Treppen runterstolziert. Warte mal, hier steht doch greifen. Ach ja, haben wir noch mal so ein Fässchen. Das habe ich ja ganz übersehen. Das bringen wir ihn auch gleich mal rüber. Und da ist auch ein Stern. Okay, da war ein Stern. Na ja, klar. Ich hab hier was. Wenn wir das vielleicht hier hinstellen, dass er vielleicht die Tür dann mit seinem Kopf aufmacht. Natürlich macht das nicht. Hast du es gefressen oder spielst du nur damit? Komm. Oben ist auch noch mal ein Fässchen. Siehst du da oben was? Nein. Hat irgendjemand eine Idee, was ich jetzt hier so großartig machen muss? Ah, okay. Ich frage nicht nochmal. Das war jetzt eigentlich zu offensichtlich. Einfach da durchklettern, das war zu offensichtlich. Okay, hier haben wir nochmal so ein... Okay, das brauchen wir bestimmt gleich auch noch, um irgendwo hochzukommen. Hier haben wir noch mal ein paar Fässerchen. Also müssen wir den Kleinen hier irgend... Wie kommst denn du her? Komm mal, haben wir ihn kaputt. Mach mal kaputt. Los. Greif's an. Das sieht aus, als ob er mal aufs Klo müsste. Ja, hast du fein gemacht. Hat aber ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Ha, Tsurikuno, ite kasa to wizi, ikastani wizi. Yeahu wizi, atiketan, inoi aro netu, agishio nizi. Yeti sogazi, inoiku. Ess dich ruhig satt. Da unten ist doch noch eins. Autorikono, Atiajik, Ino Tuku, O, Obastu Netebazi, Intrikuno, Awizi. Komm, erst ist da unten auch noch. Okay, Befehle erteilen. Wartet mal. Ups. Was ist denn X?
Steh stehen bleiben. Okay. Komm mal mit. Autsch. Das passiert mir wahrscheinlich noch des Öfteren, dass ich gegen irgendeine Wand dagegen renne. Aber, naja. Ist denn der hier reingekommen, sag mal? Du bist da reingekommen, also komm wieder raus. Ja, ist ja gut, komm. Ich hab's verstanden. Ja. Bleib stehen. Verstehe kein Wort. Ja, das ist ja auch nicht Deutsch, das ist ja, keine Ahnung. Lass mal ein bisschen Metal spielen. Okay. Dann schauen wir hier noch mal ein bisschen rum, weil hier drüben war ja auch noch irgendwo ein Fass, glaube. Wow, wow, wow. Ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Nee, es war ja da oben. Also auf der anderen Seite. Hier ist mal sowas von gar nichts. Okay, das Tierchen scheint sich an uns gewöhnt zu haben. Ja, so wie er es halt gesagt hatte. Und scheint jetzt sogar die Befehle von uns zu befolgen, beziehungsweise uns nachzuahmen. Huch. Huch. Das ist halt das Problem. Später hat so eine bisschen komische Spielsteuerung. Aber es ist nicht schlimm. Man gewöhnt sich eigentlich dran, aber wenn man dann aufgehört hat, muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Hinter mir läuft ein Goblin. Oh mein Gott. Hast du recht. So, da drüben ist noch ein Fass. Guck mal,
Für Futter macht er alles. Da macht er sogar Männchen. Ja, komm her. Ich finde das mit den Augen übel geil. Dass die Augenfarbe sich ändert bei ihm. Schnaps hier! Oh nein! Da unten! Holst du ja los? Aber vergiss mich nicht! Lass doch mal los, komm! Ja, ist ein Nachfolger des Spiels Soul Edge. Hier ist was zu fressen und du willst es nicht? Sicher? Nein? Ah, doch, willst du. Was willst du? Kenn ich nicht. Aber ich denke mal, du wirst den Nachfolger kennen. Ich würde mal interessieren, was in den Fässern drin ist. Hey, hallo. Das da anstupsen. Willst du nicht? Das da stupsen. Das verstehst du wieder nicht. Ja. Ja, ist okay. Dann lass mal die Tür einfach zu. Hast ja recht. Sora, hast du bis jetzt eigentlich nochmal versucht mit dem Bild? Darüber. Hast du es geschafft? Okay. Und wurde es verpixelter, oder? Nope. Sehr schön. Manchmal ist es auch einfach nur versuchen. Versuchen macht klug. Los, hüpf, los. Wow. Hast du fein gemacht. Was mit dem drehenden Zeug? Ja, das muss ich dir doch mal zeigen. Hey, hey, hallo. Da auch noch drauf. Geh doch einfach nur da oben hin. Warte mal. Vielleicht? Ja, da will ich hin. Mach dich mal lang. Du meinst mit den Rotieren, ja? Das kriegst du nicht hin.
Hey, hallo. Lass mich doch mal runter. Oh nein. Jetzt haben wir das Fass hier runtergeworfen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz runtergekullert. Und es ist ganz runtergedonnert. Schade. Muss mal ganz kurz was gucken. Das andere habe ich leider nicht mehr hier drin. So, weil normalerweise das mein Logo, was du da siehst, das kann sich auch rotieren. Komm her. Wenn man Nacken oder dir zuschaut, dann tendiere ich auf dich. Du bist ruhiger. Na ja, sagen wir es mal so, das ist dann auch einfach nur, wie man es empfindet. Und Peter Noster, ja, das ist das erste Mal, dass ich Last Guardian spiele. Und Floggy, bitte mit einem Ausrufezeichen und Mega Man City. Komm her, komm, los, kletter nach oben. Was ist los? Wir klatschen einfach mal in die Hand. Mal gucken, was er da macht. Ich muss erstmal so ein bisschen klar. Hallo. Nicht so wild. Ich muss erstmal damit klarkommen, dass man den Befehle erteilen kann. Und wie er reagiert, wenn ich was mache. Also sozusagen meine Tag- und meine Nachtstreams sind momentan blind. Was mich nur so ein bisschen nervt, ist, dass ich das eine Fass aus Versehen darunter geknallt habe. Ich glaube, das wird auch nie wieder kommen. Schade eigentlich. Ihr seid mit zwei. Also, Sora, nochmal darauf zurückzukommen mit Nacken und mir. Es ist halt... Jeder hat halt irgendwo so seine eigene Vorliebe. Und dadurch, dass ja Nagi und ich ein bisschen unterschiedliche Streams haben, was auch gar nicht mal so schlecht ist, oh, Sora kann bis zwei zählen. Floggy Mega Man wird mit G geschrieben. Okay, aber was bringt mir das hier lang zu gehen? Eigentlich gar nichts. Aber gerade so bis drei. Wird's aber dann schon schwer, oder was? Max schreibt. Ah, okay. Wenn ihr euch fragt, was Flocky da versucht, beziehungsweise der Max versucht, mein Hintergrundbild zu verändern. Das macht ja keinen Sinn, da runter zu klettern, oder?
Nee, warte mal, von hier sind wir. Von da kommen wir, ja. Und was gibt's hier unten? Auch nichts Interessantes. Peter Nosta, hast du schon mal Last Guardian gespielt? Ist doch nicht normal, dass hier einfach mal so ein, ja, als es rauskam, aber damals ach, nun ja, ich finde eigentlich, dass es gar nicht so schlecht ist. Ich bin doch gleich wieder. Ja. Ich bin doch gleich wieder. Warte mal, hier können wir uns doch auch noch festhalten. Ah, okay. Ich finde das Tierchen eigentlich nur genial. Der Junge ist irgendwie so ein Nebencharakter. Hallo, jetzt geh doch mal da runter. Oh, was ist das da unten? Was ich ja geiler finde, ist die Bewegung von dem Tier. Wie das Tier sich bewegt, man hat wirklich so das Gefühl, okay, es könnte ein echtes Tierchen sein. Okay, jetzt will ich wissen, was da hinten so leuchtet. Da müsst ihr euch auch immer mal so ein bisschen dran gewöhnen. Überall, wo es leuchtet, da gehe ich hin. Oh, oh. Wenn schon allein, wenn sich das einfach mal jucken muss oder wenn es einfach mal selbst das Angestarre, wenn es um was zu fressen geht, sehe ich ja bei meinen Tierchen auch immer, wenn ich, also von meinen zwei Katzen, immer wenn ich den Leckerlis gebe, hypnotisieren die das auch erst an. Alles klar, Kalina. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei dem, was auch immer du gerade vorhast. Geht nach oben, nicht nach unten. Ich habe schon zu Artyom mal gesagt, Mensch, ich müsste... Und tschüss. Ich müsste mal wieder bei euch vorbeischauen. Das tat weh, hm? Ja. Und was ich ja noch geiler finde, ist... Kommen wir zu dir in die Stadt, wollten wir ja eh machen. Ja, alles klar. Und... Die
wir schreiben auf jeden Fall nochmal. Wünsche dir noch viel Spaß. Ja, bleib doch mal ruhig, bleib ruhig. Ich mach doch schon das Ding auf. Das ist kein gebrochenes Bein gewesen, das ist einfach nur ein Bein gewesen, was ich so gedacht hatte. Hey, ich tue so, als ob ich ein gebrochenes Bein bin. Brrr, aus, komm, noch, noch, ja. Ist gut. Beruhige dich. Zum Beispiel, wenn er aufgebracht ist, wie jetzt, dass man den dann erst beruhigt. Ist gut. Das bin doch nur ich. Ist dich wieder beruhigt, ja? Ja. Und Chibi, moin, na, wie geht's? Hatten wir eigentlich getestet, ob deine Stunden schon wieder da sind und alles? Ja, das ist so ein bisschen, ja, gut. Das kann ich nicht schön reden, das tut mir leid, aber. Naja. Jetzt, dass ich da hochgehe. Mir geht's gut. Sehr schön. Komm, mache dich mal lang. Und warte mal. Was war? War AFK? Ich habe mir das Bein gebrochen. Und du gehst einfach AFK. Ich brauchte doch jemanden, der mich tröstet. Ich finde das so genial, dass er mich nachmacht. Kannst dich da nicht lang machen, hm? Nein! Ja, du willst, dass ich da hochgehe. Das ist ja richtig, aber ein bisschen Mitarbeit musst du machen. Los, häng dich da hoch. Hallo? Die PS1 kam in welchem Jahr raus? Schauen wir, das noch weiß. Na also, das wollte ich doch, dass du dich mal hier hochhangelst. In welchem Jahr, nicht in welchem Land.
1994 kam sie raus. Richtig. Okay, da ist nochmal eine kleine Höhle. Die wird wieder nach draußen führen. Aber wohin jetzt? Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass sie bei uns ein Jahr später rauskam. Oh. Ah, man kann sich hier... Okay. Wie gesagt, ich muss hier bei dem Spiel einfach viel testen. Ach so, okay. Aber wenn ich, meistens ist es, wenn ich hier bei den Fragen nach dem Jahr frage, dann das allgemeine Jahr, was wo es rauskam. Und es ist eigentlich dann explizit gefragt, okay, wie zum Beispiel gibt es noch eine Frage, wie viele Spiele kamen in USA und Europa raus, glaube ich, auf der NES. Irgendwie sowas war da. Und... Ach, herrje, wie komme ich denn jetzt wieder da durch? Da steht das ja dann spezifischer da. Ach, hier kannst du dich auf einmal wieder festhalten. Okay, wo ist der Schalter? Eine Menge, so viel wie ich weiß. Ja, es geht eigentlich. Komme ich denn hier runter? Also ich muss sagen, ich habe gedacht, dass es viel mehr Spiele sind, als es eigentlich sind. Nein! Sora, hat mir wieder Aua gemacht. Bitte mal pusten. Oh, oh. Aua, aua. Nein, nein, lass mich los, ich will nicht. Ich kann die ja nicht bekämpfen irgendwie. Also muss ich jetzt versuchen. Das Tor aufzumachen. Es bleibt hier dann so eine gewisse Reichweite offen. Und die immer wieder wegzulocken. Lebend kriegt ihr mich nicht.
Los, Kindchen, mach weiter auf. Warte mal, das müsste doch eigentlich reichen. Die krabbeln hier nicht durch. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Lass mich los. Chibi, bisschen anders. Okay, wir kriegen die Tür schon auf. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir müssen die, wie gesagt, nur weglocken können. Ah, die, jetzt weiß ich, wofür die Türe da ist. Da werden die uns reinschleusen. Lass mich los. Okay, so bringt das nichts. Habe ich die Stunden vergessen? Muss ich dann nochmal gucken. Lass mich los, habe ich gesagt. Nimm deine Griffel weg von die gurniglichen Fuße. Autsch. Ja, alle hier drüben hin. Was kommt? Lass mich los. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird immer schwerer, sich da zu befreien. Kann auch nur ein Gefühl von mir sein. Och, seit mein eigenes Vieh ich mich da. Oh, der eine ist down. Der eine ist tot. Oder zumindest nur so halbtot oder so. Das kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh, ich wäre so ein guter Rugby-Spieler. Steht er wieder auf? Jetzt hat er mich doch erwischt. Lasst mich doch mal das Ding da aufmachen. Ich habe da einen Freund, der möchte euch ganz gerne kennenlernen. So, hier schön durch die Mitte durch. Nein! Ich habe nichts mehr gesehen. Das ist ein bisschen blöd, dass nämlich dann einfach mal die Kamera so dunkel wird. Ihr bekommt mich nie.
Könntest du nicht einfach mal alle wehtun? Eine Kralle passt doch schon durch. Und Chibi, wenn ich das hier gerade dann hinbekommen habe, dann werde ich mal danach gucken. Nebenbei. Weil was wollen die von mir? Die wollen mich ja in die eine Tür reinbringen. Und was ist in der Tür drinne? Doch, ich muss mir Stress machen, deswegen. Oh, Dankeschön. Stimmt, ich habe die Stunden vergessen. Das mache ich mal noch fix. Bleib doch mal ganz ruhig. So, Chibi, jetzt hast du auch deine Stunden. Okay, hier haben wir den Schalter zum Aufmachen. Hallo? Nein! Da, da, den da. Ach, überhaupt kein Problem, sind ja deine Stunden. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, warum der Kleine nicht kommt. Er hat wieder Schiss vor dem Teil. Und das müssen wir erstmal entfernen. Mit. Da ist doch nichts mehr. Was kommt? Sehr fein gemacht, mein Kleiner. So, wie heißt der Name vom Protagonisten von Punch-Out? Au. Achso, ich hätte einfach mal warten sollen. Wer von euch kennt Punch-Out? Yeah.
Mach keinen Mist, ich hänge noch an der Pfote. Du kennst es, aber dein Fall ist es nicht. Okay. Komm, mein Kleiner. Ruhig. Little Mac ist richtig. So, machst du jetzt noch was? Oder machst du nichts mehr, wa? Könnten wir eigentlich jetzt auch wieder hier runter und ich bin mal ganz kurz weg, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich musste nämlich mal ganz kurz was holen. Ja, das ist, weil du nicht warten kannst. Ja, jetzt bist du gefangen wieder, ne? Okay, wir kommen ja schauen. Und Basti, hallo, na, wie geht's? Schön, dass du da bist. Was haben wir denn hier? Er spielt damit. Lass mich mal da hochklettern. Hallo. Geht so weit. Und selbst darf gleich in die Nachtschicht aufbrechen. Was? Das mit der Nachtschicht, das kenne ich. Jetzt kommt schon. Denn da jetzt passiert? Junge, was machst denn du? Was denn du da oben, hm? Mal hier nebenbei noch mal kurz was machen, also nicht wundern. Und falls das Stream gleich aufhört, dann habe ich die falsche Taste gedrückt, beziehungsweise bin ich auf eine Taste gekommen. So, du bleibst jetzt mal so. Okay. Geh mal da hoch. War vielleicht nicht die schlechteste Idee, die du hattest. Ja, geh hoch.
Wenn du in die andere Richtung schauen würdest, mein Kleiner. Ja, geht doch. So, wo hängen wir denn hier? Wo ist denn der jetzt hingeklettert? Ach, ich hänge am Bauch. Wie lange musst du denn, Basti? Von wann bis wann musst du denn dort sein? Ja, wenn ich darüber springe, dann ist es ein bisschen blöd. Aber da kann ich ranspringen. Oder auch nicht! Von 8 bis halb 4. Ja, das ist erstmal, dass ich hier drauf gegangen bin. Na, ich darf dann von 21 bis 5. Da muss ich doch rüber. Da. Und Engelchen, hallo, na, wie geht's? Oh, wartet mal ganz kurz, das klingelt. Ich muss mal ganz kurz in die Pause, weil ich krieg nämlich jetzt ein Paket. Basti, danke für deinen Host. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich auch wieder. Entschuldigt bitte die Unterbrechung. Normalerweise mache ich das ja nicht, wenn ich nur 3 Stunden stream, aber naja. Dann hätte ich wieder Ärger von meiner Frau gekriegt, wenn sie das nicht gekriegt hätte, das Paket. Warst doch da, warum hast du das nicht angenommen? Ich war doch aber am Streamen. Und Chibi mag meinen Pausenbildschirm.
Hey, jagt euch doch nicht gleich in die Luft. Mache das mal hier auf. Macht aber Spaß. Sieht ja so aus, als ob er Bomberman spielen wollt, hm? So. Gerade weggenickt. Das Spiel ist so relaxed. Ja, das ist richtig. Das Spiel ist jetzt nicht so mit Abenteuern und hast du nicht gesehen. Aber es macht trotzdem Spaß. Kannst du das nicht irgendwie nehmen, das Ding? Das müssen wir irgendwie runterziehen. Das was da. Wartet mal. Ich habe da eine Idee. Nee, funktioniert nicht. Hier ist doch auch noch ein Schalter. Warum sagt denn mir das keiner? Das wurde jetzt hier runtergegangen, da kann ich das hier nämlich wahrscheinlich nehmen. Muss das den ganzen Weg da hochtragen jetzt. Ja, da wird mein Tierchen wieder fuchsteufelswild.
gefällt dir? Er guckt gerade wie meine Katze, wenn ich ein Leckerli in der Hand habe. Das hier. Hopp. Ja. Nimm. Okay, die Frage, die ist wirklich ein bisschen schwer. Don Crime, hallo, na, schön, dass du vorbeischaust, wie geht's? Und Basti hat recht, es ist die Odyssee. Ist er mal was? Ist dir alles okay? Boah, bei mir ist auch alles okay. Komm, komm doch mal her. Ich habe das Gefühl, ich muss da hoch an die Kette. Also die Kette hochgehen. Der Kleine, der macht es mir aber auch nicht leicht. Du hast dieses Spiel geliebt? Das ist mein erster Durchgang. So, wir warten jetzt einfach, bis der das wieder aus der Schnauze verliert. So. Ach, Kleiner. Ach, weißt du was, dann leck mich doch. Dann bleibst du halt hier, so. Das ist ein neuer Raum. Ah, okay. Wie gesagt, das ist mein erster Durchlauf. Mal schauen. Ich denke mal, wir müssen das einfach irgendwie so aufrecht hinstellen.
Lass dich nicht ablenken. Guck dahin. Alles klar, Don Crime. Ich wünsche dir einen guten Hunger und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Greif es doch mal, Junge. Und du ziehst mal bitte ein Stückchen weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ah, jetzt haben wir es hingekriegt. Her. Hey, bist du jetzt angeditscht? Was ist denn? So, halt, bevor du irgendwas machst. Ich hänge mich erstmal an dich ran. Was ist denn los, Albino? Wie es nicht immer wackelt. Oh oh. Das sind zwei von den Spiegeln. Das mag er überhaupt nicht. Du meinst, wenn ein Streamer online geht, oder was? Muss ich schauen, ob das funktioniert. So, Scherben bringen Glück. Ansonsten stell das einfach stumm. Den Kanal. Wie gesagt, du kannst den Kanal auch stumm schalten und da dürftest du auch keine Benachrichtigungen mehr kriegen.
Ach ja, je, was ist denn das? Da können wir schon mal nach oben klettern. Hoppa. Ah, okay. Ja, ich werde mal gucken. Okay, dann muss ich hier drüber. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass ich das heute noch schaffe, weil ich nämlich dann auch so ziemlich nach dem Stream auf Arbeit muss. Beziehungsweise mich fertig machen. Und es würde dann höchstens erst morgen werden. Hier hinten ist auch nix. Komm schon, komm schon. Ja, ich wollte dich jetzt nur vorwarnen, dass es heute definitiv nichts mehr wird. Weil da müsste ich nämlich erst in den Mi-6-Bot rein und ach, man kennt's halt. Kannst du dich da laden? Ja, genau. So war das eigentlich nur so halb gemeint. Mit Langhangeln. Aber. Ja. Gut, dann schauen wir eben nochmal auf die andere Seite. Was es hier so gibt. Hier gibt es auch nichts weiter. Ah, ja, Basti, das kenne ich mit Baustelle. Bei mir ist nämlich auch, momentan fahre ich durch ein oder zwei Baustellen. Kommt halt drauf an, wie ich fahre. Und das ist immer so ein bisschen lästig. Vor allem, wenn man dann nur 30 fahren kann in der 60er-Zone. Aber vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf Arbeit. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hier da oben gibt's nichts. Muss über die A9. Da ist immer was los. Bis die Tage, Aske. Alles klar, Basti. Und vielen Dank nochmal fürs Vorbeischauen. Oder kann ich das einfach da runterschubsen? Immer ungarn. Ja, das weiß ich bei dir doch. Eigentlich magst du ja meine Streams nicht. Du sagst dir nur, die sind so bescheuert, da muss man einfach mal reingucken. Oh, mach's gut und tschüss. Alter, weg hier! Nicht ganz, aber fast. Und Lord Sora, bei dir ist ein Gewitter oder was? Ist doch auch was Feines mal.
Lass doch mal deinen Schweif nach unten hängen. Nee, das ist laut. Aber es kühlt ein bisschen ab. Wird das jetzt ein samoanischer Tanz? Bist ein Fahner, kannst dich schön nach oben hüpfen. Aber wie wär's, wenn du dich mal rumdrehst, damit ich an deinen Schweif da hoch kann? Muss ich dir das erst zeigen? Wow, klar noch. Wenn ich jetzt hüpfe, fängst du mich? Junge, der hat mich wirklich gefangen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass der mich dann einfach so aufhängt mit einem Flug. Chibi, einfach weiter versuchen. Bist schon ganz nah dran. Und 9 ist richtig. So. Also ein schlaues Tierchen ist es ja, wenn es mich nicht mit dem Mund kriegt. Dann mit dem Schwanz. Also mit dem Schweif. Los, kletter nach oben.
Nein! Nein! Los! Ja, mein Kleiner, los! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier ganz schnell weg! LOL, Controller leer. Er ist so voll riesig. Wir haben es noch geschafft, Kleiner. Aber, Lord Sora, ich habe hier immer noch einen zweiten Controller, der immer vollgeladen ist. Genau für solche Situationen. Kenne ich. Chibi, was ist es ja? Warum ich zu den Kleinen sag? Weil wenn ich sage, hier pass mal auf, Kollege, gleich kommt der Kleine, denken sie alle, das ist so ein kleiner Zwerg und dann kommt so ein Riesenviech an. Was meinst du, wie die dann überrascht sind? Ach, du Kacke. Ich muss mal ganz fix woanders hin. Pass mal auf, Kleiner. Da sind solche Leute, die wollen mir ans Leder. Nein! Doch! Oh. Erstmal ganz an die Wand. Und jetzt. I believe I can fly. Oder sowas in der Art. Lass doch mal den Mist. Komm her. Komm wieder zurück. Aber warum der Angst vor dem Ding hat, wurde noch nicht irgendwie so ein bisschen erklärt.
So, klar, na, jetzt machen wir mal hier das Ding kaputt. Und jetzt machst du die da unten kaputt. Ich, Mensch, Kleiner. Ist gut jetzt. Ist doch gut. Was ist das jetzt? Jo. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Ich denke mal, da lang. Kleiner, mach was, los. Da. Komm mit, hier lang. Geht's denn hier unten lang? Ah, da ist eine Tür, die man aufmachen kann. Hier komme ich dann runter. Okay. So, machen wir erstmal die Tür auf. Wie lange streamst du? Immer bis 19 Uhr. Außer ich habe frei, dann kann es schon mal passieren, dass ich von 16 bis 19 einen Stream mache, der über 12 Stunden geht. Hey, komm her, Clara. Meine Frau kann nichts sagen, weil sie nämlich zu der Zeit auf Arbeit ist. Wenn sie dann heimkommt, will sie wahrscheinlich selber zocken oder... oder lässt mich einfach machen. Das ist ein riesen Traumfänger. Ja, warte. Ich mache das schon. Meine Frau zockt zwar nicht mit, aber sie setzt sich gerne hin und guckt mit zu. Bleib doch mal hier. Oh, da hat jemand meine Commands gefunden. Autsch. Aber was zockst du denn eigentlich immer so mal? Ah, auf den Grund bist du auf Twitch gekommen. Meine Frau schaut zum Beispiel... Ja, genau du. Meine Frau schaut zum Beispiel sehr ungern auf Twitch. Kochsimulator.
Hier. Hol's dir. Du sollst damit keinen Kopfball spielen, Kleiner. Jetzt hast du es runtergeworfen, na toll. Nein, sie sagte ja, dass er auch immer mal mitspielt. Wie schaut es mit Zelda aus? Na gut, WoW ist jetzt nicht so meins. Wenn du Zelda liebst, wirst du mich lieben. Musst mal bei mir in die Videos reinschauen. Da habe ich meine Zelda-Sammlung drin. Und die ist zwar nur klein und dezent, aber... Ich bin da so ein bisschen stolz auf meine Sammlung. War ja auch nur spaßig gemeint. Okay, was bringt es mir jetzt hier rüber zu klettern und hier runter? Fail? Nö, war's eigentlich nicht. Dezent. Was ein Fail-Sound? Na, den brauche ich nicht. Weil ich so gut bin, dass ich nie fehle. Nee, Quatsch, also bei mir ist es eher so, der würde sonst dann dauerhaft hier kommen. Richtig. Ah, hier geht's durch. Sag mal, Askenator. So, ich hab's gesagt, und jetzt? Nein! Oh. Junge, erschreck mich doch nicht so. Mann, ist das ein Geklatterer hier. Bin bei Wind Waker nun da, wo man Zelda das erste Mal... Du bist der Erste, die das beantworten konnte, die Frage. Zumindest schneller. So, jetzt klettern wir mal noch hier hoch. Nintendo!
Bleib ruhig da unten. Tschüss. Na, jetzt bin ich mal größer wie du, hm? Mach keinen Mist, mach keinen Mist, mach keinen Mist. Wie cool und lässig das Vieh einfach. Das sein Schweif dann einfach so. Hup. Aber Sora, um auf deine Frage zurückzukommen, was musst du da machen? Du musst die. Wie war denn das? Warte mal, die Vulkaninsel musst du finden. Also sagen wir es mal so, ich habe mir damals die Switch wegen einer Sache gekauft. Und zwar wegen Zelda Breath of the Wild. Da muss ich, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob... Jetzt habe ich vergessen, wie man das ausspricht. Edlolm? Edlolm war es, glaube ich, ne? Ja, ja, und die kriegst du in Vulkan, glaube ich. Genau. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe mir damals die Switch geholt, habe dann im gleichen Atemzug noch Breath of the Wild Limited Edition geholt und ich wollte es nicht auspacken. Habe deswegen nicht nochmal in Müller gerannt, weil meine Amazon-Bestellung nämlich erst nächsten Tag kam, bin ich nochmal in Müller gerannt und habe mir dort nochmal Breath of the Wild geholt. Halt normale Edition. Und ich glaube nicht, dass er das überlebt. Also ich habe mir das Spiel sozusagen dreimal gekauft. Natürlich haben wir dann die... Mensch, nun merkst du doch endlich, dass du zu schwer bist. Los, weg hier. Dasselbe habe ich übrigens auch mit Link's Awakening gemacht. Ich habe mir Link's Awakening zweimal limitiert gekauft, damit ich es einmal auspacken kann und einmal eingepackt lassen kann. Die limitierte Edition? Nein, 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 nein. Also sagen wir es mal so. Dadurch, dass ich ja hier, zum Beispiel meinst anhand von so einem Giveaway, ne? Dadurch, dass ich hier ja nicht einen Cent raushole und ich das auch nicht möchte, dass ich hier irgendwie Geld raushole aus Twitch, wird es dann solche Geschenke eher wirklich nur geben, wenn ich keine Ahnung, 500 Follows habe oder so 500 Follow
Ding oder ein 1000 Follow Ding oder sonst irgendwas. Weil das ist dann eher so was Besonderes. Kommst du da hoch? Ja, jetzt sitzt man hier wie so ein Affe auf dem Schleifstein, hm? Planer. Und dann wirfst du mich noch runter. Aber jetzt irgendwann habe ich wieder was Neues, was ich euch zeigen kann. Ebenfalls von Zelda, das wird auch nicht ausgepackt, weil davon gibt es auch nicht so viele Sachen. Aber da müsst ihr euch leider überraschen lassen. So, Kurzer. Jetzt verrat mir mal, wie wir hier weiterkommen. Bin mal im Lurk futtern. Ja, das darfst du nur, wenn du mit mir mal was zu essen mitbringst. Bin nämlich auch langsam so ein bisschen Hunger. Wo, wartet mal. Wir können doch hier runter. Jetzt könnte ich Eigenwerbung machen. Du, alles gut, das war nur ein Scherz, Asuka. Nein, das war überhaupt kein Scherz von dir, Chibi. Du, wenn man zum Beispiel mal schreibt, ja, dann, keine Ahnung, das habe ich zum Beispiel auch schon mal gespielt oder sonst irgendwas. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn man schon mal wenigstens ein, zwei Worte miteinander gewechselt hat. Allerdings, wenn jemand reinkommt, also hier komplett frisch, ist unbekannt und alles, und sagt, oh, das spiele ich auch jetzt noch auf Twitch und bla und blub, da habe ich schon so ein bisschen was dagegen. Aber dadurch, dass du ja mir nicht unbekannt bist, interessiert mich das eigentlich recht wenig. Bleib da! Also, falls jemand irgendwie kochen lernen will, dann müsst ihr mal bei El Tolm reinschauen. Ich warte selber noch nicht. Aber ich habe ja schon mal ein Follow da gelassen. Vielleicht kann ich mir ja noch ein paar Kochtipps abholen. Ach herrje. Und da unten ist dann das Gefängnis. Arum, hallo. Na, wie geht's? Alles schick, alles fröhlich bei dir. Danke nochmal für... Du warst der Vierte. Ach, überhaupt kein Problem. Wow. Ey. Hallo. Ich würde mal interessieren, was das für Viecher sind. Und
Und warum? Ich finde es schön, dass es dir gut geht. Okay, hier ist auch nochmal so eine blöde Tür, die mich einsperren will. Welchen haben wir denn heute eigentlich? Lass mich in Ruhe. Oh nein, halt dich fest, mein Freund. Lass dich nicht provozieren von den Idioten. Der Ärmste, der kann nichts machen. Wow. Nee, eigentlich habe ich nichts umgestellt. Das Einzige, was ich umgestellt habe, das ist ein bisschen Sound. Aber das hat ja nichts mit dem... Aber das hat ja nichts mit der Bildqualität zu tun. Halt dich bloß fest. Die Sperre, die entfernen wir dann gleich. Komm. Lass mich mal rein, da ist bestimmt ein Schalter. Hier ist ein Schalter. Komm hoch. Warte. Komm, wir ziehen erstmal die lästigen Sperre raus. Ja, wir gehen erstmal kurz noch weiter. Wir müssen die noch drinnen stecken lassen. Komm her, Kleiner. Ich weiß, du hast Schmerzen. Gleich sind sie weg. Alles gut. Ikros ist Samus aus Metroid. Ja, das ist richtig. Das kann zu fiesen Blutungen führen. Dein Sohn das gerne möchte, das einstellen? Vielleicht kommt wahrscheinlich ja, weil sonst kriegt er eine auf die Nuss.
Akuna Tisodu, Atanakam, Agikuna Inaik, Atrikono. Yana Hotu Kuya Tudu, Ate de Katu, Arietiak, Agaraho. Ja, ich werde es dann machen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. So, wo muss ich denn hier hin? Ja, wo soll ich denn hier was zu essen hier bekommen? Das kann ich noch nicht so genau sagen. Weil ich habe momentan so einen bekloppten Schichtplan gekriegt, dass ich wahrscheinlich die ganzen Weihnachtsfeiertage und sogar Silvester arbeiten muss. Und da muss ich mal gucken, wann wir das schaffen. So, aber damit ich vor der Arbeit nochmal was essen kann, werde ich jetzt auch schon langsam mal den Stream wieder beenden. Keine Angst, wir machen noch eine Battle Royale. So, wer an der Battle Royale teilnehmen will, einfach irgendwas in den Chat reinschreiben, damit wir eure Avatare sehen. Los, haut in die Tasten. Los, klappt fleißig in die Tasten, zeigt mir eure Avatare. Engelchen und Floggy vielleicht noch, falls ihr noch da sein solltet. Oder vielleicht ein... Keine Ahnung, wer war denn noch alles da? Lord Zora vielleicht noch. Oder Chibi. Ansonsten beginnen wir genau jetzt die Battle Royale. Und ich wünsche euch viel Glück dabei. In der Zwischenzeit schaue ich mal, wen wir noch raiden könnten. Ich habe eine riesige Auswahl. Okay, Xenoblade nicht so, Just Chattings. Oh, Arum ist schon rausgeflogen. Und Frugali scheint das Rennen zu machen und 200 Rubies abzugreifen.
Ich hätte hier jemanden, der Breath of the Wild spielt. Mein Mann erschlägt mich. Hey! Ja, Sora, ich werde jetzt schon mal den Stream beenden, weil ich ehrlich gesagt nochmal richtig, richtig Knast gerade bekommen habe. Und ich will vor der Arbeit, bevor ich dann los muss, noch einmal wenigstens ein bisschen was gegessen haben. Ich starte jetzt. Na dann. Hau rein, los. Mache, schnell. Gebt dir noch 3, 2, 1. Oh, zu spät. Sag Bescheid, wenn du online bist. Hey! Ich will die Scheidung. Du bist bereit? Ich habe aber noch keine Benachrichtigung. Dann testen wir einfach mal, ob das funktioniert. So. Ah, es funktioniert sogar schon. So, auf jeden Fall vielen Dank an... Oh, Frugali war heute der Einzige, der mir ein Follow da gelassen hat. Ansonsten war da nicht so viel heute los, aber ist ja auch nicht schlimm. Vielen Dank nochmal für deinen Follow. Und Edlolm, auch nochmal dir. Vielen Dank für deinen Follow, den du mir gestern gegeben hast. Ich bin morgen gegen 16 Uhr wieder da. Vielleicht etwas früher, vielleicht etwas... Nein, später nicht. Aber früher bin ich dann vielleicht auch schon da. Es kann sein, dass ich früher da bin. Das habe ich mehrfach früher gesagt. Das ist auch schön. Ansonsten möchte ich auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf meinen YouTube-Kanal machen. Dort werden jetzt demnächst auch irgendwelche Tutorials hochkommen oder hochgeladen mit Stream-Avatars. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Lord Sora. Und ja, wir sehen uns dann morgen und bis dahin sag ich erst einmal Tschüss, bis dann!